Ey, yo, und herzlich willkommen zum ersten Teambuilding zur SML zusammen mit dem lieben Dirty Boy. Hallihallo, Hallöchen. Und ja, der erste Kampf und auch das erste Teambuilding kommt auf meinem Kanal. Hallo, wir haben gerade Montag. Ja, gar nicht, bist du dumm? Nee, gar nicht, heute ist Donnerstag. Nee, Mittwoch. Mittwoch. Ja, dementsprechend, wir stellen euch heute unser Team vor, das wir an den ersten Spieltag mitnehmen gegen Batzi und Luis mit dem Team. Welchen Teamnamen haben die? Das kann ich kurz nachgucken. Gib mir eine Sekunde. Red du über die Mons und ich rede dann gleich darüber. Sind wir professionell. Also in deren Team befindet sich im A Tier Razav, Mautzinger und Hundemon. Im B haben wir Rotom, Chevrom und Bujelin. Im C sind Knuddeluft, Sandama und Altarian. Im D Garstella, Schlappohr und Lunastein. Und sie treten natürlich an mit dem Team Returning Rentner Disc. Genau, die guten. Ich bin froh, dass du gerade aufnimmst. Weißt du warum? Warum? Weil du bist hart am Laggen. Oh lol. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber das ist egal. Ich werde einfach so tun, als wüsste ich, was du sagst. Ja, genau. Geht's denn gerade wieder? Ja, jetzt geht's. Alles fein. Okay. Soll ich über das erste Mon drüber gehen? Genau, reden wir über das erste Mon. Das erste Mon ist unser mächtiges Weezing Galar. Das ist halt wichtig, weil da ist ein Razav. Ich glaube, dazu braucht man gar nicht so viel zu erklären. Das Check zum einen ist halt super gut, physisch, bulky, weil so viele Special Attacker sind da gar nicht. Größten sind halt Hundemon, von denen wir potenziell auch einen Hit nehmen. Und mit Strength Team in the Back halt super Schaden machen. Rotom und Lunastein. Und halt Altaria, aber gegen Altaria stehen wir auch super da. Gegen das komische, wie heißt es? Wigglypuff-Dings da, stehen wir auch gut da. Knuddeluft, bloß Berserker breakt halt physisch auch durch uns durch. Aber sonst sind wir physisch sehr, sehr bulky gegen alles. Sind doch komplett Full-Staff, damit wir die potenziell höchste, damit wir eine gute Roll haben, 2 Life of Iron Tails von Razav zu tanken. Weil die können wir da potenziell durchtanken. Kann der ja, nicht? Ja, zu dem Gangshot? Was? Ach ne, Gangshot ist ja wieder durchge... Ja, ne, alles gut. Gangshot ist neutral. Und dann haben wir halt mit dem Move Strength Team, weil das overall das Beste am meisten trifft. Klar, wir hätten noch potenziell sowas wie Sludge Bomb oder so spielen können. Aber wir wollten einmal hier wäre Strength Team plus Flammenwurf, also Flamethrower, damit wir auch das Mautzing auf den Switch treffen können. Oder halt auch Chevrom potenziell mit Flamethrower attacken. Dann haben wir halt noch den Defog als Hazard Removal, falls da irgendwie Rocks oder T-Spikes kommen von dem Marini, weil wir wollen halt Levitate spielen, damit wir auch besser in unsere Dame reinkommen. Und dann als letzten Move hierbei Aromatherapy. Genau. Zum einen halt, um Status wegzuheilen und noch für ein anderes Mon, zu dem wir später kommen. Ja. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Mon. Das ist unser Pyro Nala. Wir spielen es diesmal mit Life Orb an Nerf als Fähigkeit, weil Rivalität ist eine Kackfähigkeit und Moxie ist halt bei einem speziellen Mon auch nicht so geil. Deswegen an Nerf verhindert Bären, so Anti-Bären zum Beispiel oder auch 50%, 33% Bären. Als Moves haben wir Hyper Voice, weil Normal Step trifft halt sowas wie Razav, Hundemon und so weiter relativ gut, auch Bojelin zum Beispiel. Dann Fire Blast, absolut unser Move des Jahrhunderts, so trifft hat Mautzinger Razav sowieso ins komplette neue Leben. Chevrom stirbt auch bis zum geht nicht mehr. Also das ist halt unser einzig richtig gute Offensive, die wir diesmal dabei haben. Haben noch den Dark Pulse, um Rotom zu treffen. Ja, und noch Toxic. Und Lunastein. Oh stimmt, und Lunastein. Lunastein ist halt so, ich glaube, der beste Switch hin in das Ding, wenn es Bedef ist, weil es halt sowohl den F-Blast als auch die Hyper-Voice resistet. Und wir haben halt nochmal einmal Toxic draufgepackt, das wäre halt Wigglypuff. Ist der Wigglypuff überhaupt auf dem Englischen? Wigglytuff, glaube ich. Wigglytuff, damit wir Wigglytuff und Lunastein noch toxen können. Genau. Weil die halt so wirklich die einzigen Mon sind, die so da wirklich gerne reinkommen. Klar, es kommt sowas wie Altaria rein, der kann auch das recovern, aber Altaria ist jetzt nicht so strong gegen uns. Ja. Die Altaria sehe ich jetzt auch nicht so krass. Und den kann man im Notfall auch nochmal toxicen. Auch wenn ich denke, dass es mitkommt, eher als Defensive mit Healbell und so ein Kram ankommen wird. Ja, aber der Natural Cure, also das. Stimmt. Regenerate, deswegen.
Das könnte zwar nervig sein, aber da kommt halt auch immer unser Weezing rein. Deswegen, da müssen wir gucken. Also falls dabei ist, kann es halt nervig sein. Genau. Als nächstes Mon haben wir unser Hakomo dabei. Der checkt halt super viel. der checkt. By the way, das Invest auf Pyros nicht gerade special ist, aber nur, dass wir Full Speed, Low Punny outspeeden. Ja. Aber das Invest auf dem Hakomo ist ein bisschen besonderer. Ich weiß gerade leider nicht mehr genau, für was alles ist. Ich weiß halt, KP ungerade ist zwar jetzt nicht wichtig, aber wir machen es trotzdem mal. Als Moves halt Rest, Toxic, Sleep Talk und Drain Punch. Den Rest können wir auch potenziell nochmal mit Dimmer Dome hochheilen. Klar, das Ding wird potenziell von Marini gewallt. Mhm. Aber selbst der EQ macht halt auf dem Ding nicht so viel. Und das ist halt eigentlich zum Großteil dafür, dass wir in sowas reinkommen wie Rotom. Weil Shadow Ball wird halt absorbiert durch Bulletproof. Wir kommen auch noch in Hundemon rein. Wir leben durch das Death Invest mit 2 Ice Punch von Boyelin. Life of Boyelin war es, glaube ich, oder Band Boyelin. Band, glaube ich, hast du sogar. Band Boyelin. Dann weil der Speed, jetzt weiß ich, der Speed ist für Element Berserker, dass wir damit schneller sind, weil der ist halt trotzdem noch relativ nervig. Und die Speedef war halt einfach noch übrig, weil wir kriegen jetzt nicht wirklich irgendeine Roll hin mit Drain Punch, dass wir sagen, ja, dafür brauchen wir das. Da haben wir lieber noch ein Speedef gepackt, dass wir noch besser in Hundemon reinkommen. So, Akomo ist so wirklich ein Switch-In für uns in fast alles. Ist zwar ein bisschen passiv durch Toxic und Hoffen. Ja, er kann was machen, aber also er ist zumindest wichtig als Switch-In. So, den brauchen wir. Ja. Sonst werden wir zerpflückt. Absolut. Ja, als nächstes haben wir, ich kann das Mon eigentlich gar nicht erklären, aber Oricorio Pompom oder auch genannt Oricorio Bam Bam mit den Heavy Duty Boots und Dancer, als andere Fähigkeit hat es ja nicht. Mit Roost, Revelation Dance, Hurricane U-Turn. Ich bin absolut kein Fan von Hurricane, aber Dirty sagt, wir brauchen das. Jupp. U-Turn halt als Pivot-Move, Revelation Dance, guter Step. Und zum Invest, wir haben Full HP, wir haben 92 Special Attack mit Modest, war um... Ich kann das alles erklären. Ja, erklär so. Du bitte. Dev war dafür da, um 2 Choice Bandit Element Iron Head zu leben, soweit ich weiß. Der Special Attack, also ich glaube sogar Steely Spirit, wenn ich mich komplett vertue. Steely Spirit sogar. Ja, ich glaube, der Special Attack war dafür da, dass wir mit 2 Revelation Dance Mautzinger töten. Der Speed ist dafür da, dass wir Full Speed Chef rum outspeeden. Keine Ahnung, warum sie es bringen sollten. Und den Rest haben wir halt ins Bedef gepackt, damit wir halt potenziell nochmal von Hundemon oder sowas mehr tanken können. Ja. Und dafür ist der Split da. Genau, und halt Adamant Chevron, bevor man... Ja, Adamant Chevron. Ja. Hätte ich dazu sagen sollen. Genau, das, was Dirty gesagt hat. Dann kommen wir jetzt zu Metang. Nee, Persian. Metang mache ich gleich. Okay, dann mach du Metang. Bei mir war gerade Metang vor Persian drin. Okay, so. Dann kommen wir zu Metang. Zu Persian. So. Persian ist halt da... weil es das schnellste One-Hit-Matchup ist. Willst du den Spitznamen einmal kurz erklären? Das ist eine Krankheit, wenn man einen dicken Kopf hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genau erklären soll. Ja, wenn ein Kopf dick ist, so. Sowas wie Jimmy Newton hat. Wunderschön. Wir haben das Ding dabei. Es ist halt einfach das schnellste One-Hit-Matchup. Mit Boyelin. Und es lebt halt von Boyelin Hits und kann dann V-Play gut zurückschlagen. Dann haben wir noch U-Turn drauf über Parting Shot. Alleine aus dem Grund, dass Razaf hat Defiant. Und er kommt auch mal gerne auf uns rein. Und wir wollen nicht sein Special Attack boosten. Das wäre nichts. Dann haben wir halt einmal den Play Rough für Razaf und Taunt, dass wir generell alle Mons so, halt so ein bisschen verkrüppeln können. Ja. Das ist halt. Sonst ist halt nichts Besonderes. Nee. Ich glaube, der Full KP war sogar relativ wichtig, dass wir von Boyelin auch die beste Chance haben, davon 2 zu tanken. Ja, auf jeden Fall. Oder dass wir überhaupt 2 tanken, so. Ja, also bei Boyelin ist ja sowieso das Ding. Das Ding ist halt nicht so krass an Bulky für einen offensiven Water-Type. Boyelin ist halt nicht so krass an Bulky für einen offensiven Water-Type. Ja. Es wird auf jeden Fall auch safe und Full-Play überleben, solange es nicht geboostet ist. Aber...
ich muss sagen, so mit Taunt kriegen wir zumindest so, so seine Defensive ein bisschen gekillt, dass die nichts mehr machen kann und er halt dazu gezwungen ist, rauszuswitchen und dann geht's halt weiter. Ja. Ja. Gut. Als letztes haben wir Metang und sind mit Spitznamen mehr als einen Meter groß. Mit dem Twisted Spoon und Clear Body. Das Set muss ich erklären. Das habe ich so ein bisschen gebaut. Wir haben Agility, einfach damit wir auf plus 2 ein komplettes Team outspeeden. Wir haben den Meteor Mash als guten Step-Move. Ich glaube, damit outspeeden wir sogar Scarf Razaf, ne? Warte, 181. Nee, das habe ich auf Boyelin gespeedcreed. Also Speed Boyelin. Wir haben den Meteor Mash als guten Step und möglichen Attack-Boost brauchen wir auch gegen Knuddeluff, weil sonst kommen wir an dem nicht so gut vorbei. Wir haben den Zen Headbutt. Um viele andere Moves, die zum Beispiel Moves allein, Mons wie Razaf oder Gasteller zu attacken. Und das ist allgemein so der Hauptmove, den wir drücken werden, weil Twisted Spoon erhöht halt die Psycho-Mons oder die Psycho-Attacken. Ist halt ganz cool. Und als letztes haben wir den EQ, um sowas wie Mauzinger, Hundemon, die beiden zu treffen. Ja, das ist der Plan. Der könnte vielleicht im Late-Game nochmal gut sein, dass der reinkommt und dann halt ordentlich Bam Bam macht. Aber schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie er hofft. Aber wir wussten halt echt nicht, welches Mon wir als letztes noch reinholen sollen. Ja, ich bin mal gespannt, was der machen kann. Ja, ich denke mal, vielleicht. Ob der was macht, werden wir sehen. Könnte er vielleicht funktionieren. Aber mal schauen. Das ist soweit alles, ne? Oder? Ole, du bist gerade wieder richtig hart am Laggen. Oh, ich hasse es, ne? Das ist aber, glaube ich, soweit alles, ne? Ole? Ja. Also bei mir laggst du gerade sehr, sehr krass. Ja, ich bin gerade auch gerade disconnected bei Showdown. Ja, ich verstehe nichts. Okay. Mach du das Ding. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Dirty hört mich gerade leider nicht mehr so wirklich. Ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positiv bewerten. Da schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, Leute, rein. Schauen wir uns mal auf den nächsten Video. Ciao, ciao.